Ich habe sehr viele Kommentare bekommen. Was ist eigentlich Spewed? Und Clash Games, wirst du wirklich bedroht? All das heute in diesem Video. Jetzt, wo ich leider keinen Creator Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder Basis. Alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Jo, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, meine Leute, ich habe heute ein extrem wichtiges Video für euch vorbereitet. Ihr habt den Titel schon gesehen. Werde ich vom Star Park bedroht oder wird Clash Games bedroht? Irgendwie so in der Art werde ich den Titel wahrscheinlich genannt haben. Und darum geht es heute in diesem Video. Ich denke mal, sehr viele von euch haben mein Video vom Wochenende gesehen, was am Sonntag online gegangen ist. Die Rede ist von diesem Video hier. Auf dieses Video werde ich heute Bezug nehmen und hoffentlich die ein oder andere Sache klären. Bevor wir aber dazu kommen, Leute, gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, um kein neues Brawl Stars Video mehr zu verpassen. Checkt doch gerne, wie gesagt, meine zwei anderen Kanäle aus. Einmal den Kevin Light Kanal, auf dem gibt es jeden Tag ein Reaction-Video, und den Kevin Spielt Kanal. Auf dem gibt es jeden Tag ein Gaming-Video, was nicht Brawl Stars ist. Also, Freunde, ich möchte als allererstes nochmal ganz kurz die Frage klären, was oder wer oder wo ist eigentlich Spewed? Was genau ist das eigentlich, Kevin? Ich bin in einem Video vom Sonntag nur relativ kurz drauf eingegangen. Ich habe da auch schon mal vor längerer Zeit ein Video hochgeladen. Das seht ihr hier einmal kurz eingeblendet. Ihr könnt es auch gerne nochmal beim i oben auschecken. Wofür steht nochmal Spewed? Spewed steht für Star Park Union of Distressed Employees. Das habe ich euch beim letzten Mal schon erklärt. Das sind so ein bisschen die Leute, die sich vom Star Park zusammengeschlossen haben, um gegen die bösen Machenschaften vorzugehen. Aber wann ist dieses Spewed eigentlich das erste Mal aufgetaucht, namentlich? Das allererste Mal von Spewed haben wir tatsächlich durch den YouTuber Ray erfahren, der tatsächlich im September auf Twitter mehrere Bilder gepostet von Sachen, die er zugeschickt bekommen hat. Und unter anderem war da auch diese Rolle hier an Klebestreifen mit drin, auf der Spewed drauf stand. Nach mehreren Recherchen ist dann klar geworden, dass Spewed eine Abkürzung ist und wie gesagt für Folgendes steht. Und die haben wie gesagt Ray kontaktiert. Daraufhin ist Spewed dann immer mal wieder auch in Brawl Stars Posts aufgetaucht, zum Beispiel in diesem Bibi-Post oder auf dem Brawl Stars Esports Kanal. Dort ist Spewed tatsächlich in dem allerersten Video aufgetaucht, in dem es darum ging, dass der Brawl Stars Weltmeisterschaftspokal geklaut worden ist. Und zwar bei ca. 12 Sekunden sieht man auch wieder Spewed als Spray auf einen Eingang geschrieben. Das mal ganz kurz zu dem Thema, wer ist Spewed? Unter meinem Video vom Sonntag sind dann sehr, sehr viele Kommentare gekommen, die in diese Richtung gingen. Einmal der Kommentar zum Beispiel von Sean, der geschrieben hat, dass meine Lippe ein bisschen blutig war und dass dann ein Starpark-Video kam und dass ich vom Starpark beobachtet werde. Oder der Kommentar vom DZ Funny Gamer, der geschrieben hat, dass ich vorsichtig sein soll und dass er Angst hat und dass das irgendwas mit dem Starpark zu tun hat. Oder der Kommentar von Maximilian Lautebach, der auch geschrieben hat, dass er Angst hat, aber dass er gerne einen zweiten Teil sehen möchte. Und dahingehend möchte ich schon mal sagen, es tut mir leid, wenn ihr nach diesem Video Angst hattet oder wenn ihr auch Angst hattet beim Video, als ihr euch das angeguckt habt. Es haben sich auch echt viele bei mir auf Instagram gemeldet. Übrigens, folgt mir gerne auf Instagram, würde mich sehr freuen. Und auch der gute Lost Basti hat ein Video dazu hochgeladen, wo er geschrieben hat, dass ich mich in großer Gefahr befinde. Und dahingehend möchte ich ein bisschen genauer darauf eingehen, denn ich möchte nicht, dass ihr Angst habt, bevor ihr euch ein Video von mir anguckt. Das ist nicht mein Plan. So, Freunde, es gibt aber noch eine Sache, auf die ich unbedingt eingehen möchte, was auch sehr viele angesprochen haben. Und zwar ist es das Outro. Das war ja auch in Lost Bastis Video großes Thema. Tatsächlich habe ich das am Anfang gar nicht bemerkt, bis mir Ali dann gesagt hat, yo Kevin, schau dir mal das Outro an. Ich habe da so ein kleines Easter Egg eingebaut. Und ich muss sagen, ich fand die Idee eigentlich ganz interessant, einfach mal zu gucken, erstens, ob euch das auffällt und zweitens, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Und ja, tatsächlich ist das Outro ein bisschen sehr eskaliert, weil sich, glaube ich, die meisten eher Sorgen gemacht haben, wegen dem Outro und was im Outro halt versteckt war. Also schon mal Glückwunsch hier vom Theorie Master. Ihr habt auf jeden Fall das Rätsel am Ende gelöst. Hallo, hier ist wieder euer allseits geliebter Cutter Ali. Hiermit möchte ich mich persönlich für das Outro entschuldigen. Vor allem an alle, die sich Sorgen gemacht haben, dass der Star Park Kevin was antun wird oder dass das Video gehackt wurde.
Tatsächlich habt ihr aber das Rätsel viel schneller lösen können, als ich dachte. Deswegen, Kuss geht raus. Tschüss. Ich denke mal, ihr wisst alle, dass mir die Starpark-Videos und die ganzen Geschichten rund um Starpark extrem, extrem viel Spaß machen und dass ich da auch selber privat immer sehr, sehr interessiert bin, was da an neuen Sachen sich tut, sei es der WKBRL-Livestream, wenn er sich verändert hat. Ich denke mal, viele von euch werden auch die Theorie-Videos von mir sehr, sehr gerne gucken. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Theorie-Videos feiert, rund um den Kulissen hinter Brawl Stars, das sage ich jetzt einfach mal, die dunkle Geschichte. Und zu dem Video, was ich am Sonntag hochgeladen habe, kann ich nur sagen, nehmt das Video nicht zu ernst und auch die Sachen, die da drin passiert sind. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ich mich aktuell hoffentlich nicht in Gefahr befinde. Davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Aber wenn jetzt demnächst hoffentlich etwas wirklich Offizielles bezüglich Starpark passiert, in irgendeiner Art und Weise, sei es im nächsten Brawl Talk, den wir diesen Monat erwarten können, oder dass der geheime Brawl Stars Livestream wieder online geht, oder dass auf dem Kairos Tim Kanal irgendetwas bezüglich Starpark passiert, dann werde ich auf jeden Fall, da gebe ich euch jetzt nochmal mein Wort, sobald es möglich ist, den offiziellen echten Starpark, von dem das Ganze hier inspiriert worden ist, in Japan besuchen. Und weil auch viele meinten, Kevin, wenn du dort vor Ort hinfährst, da kann es ja auch sein, dass du da in Gefahr bist, dass da irgendetwas mit dir passiert. Auch da gehe ich eigentlich nicht davon aus, beziehungsweise ich hoffe es nicht. Es ist zwar ein extrem weiter Weg von wirklich meinem Standpunkt, wo ich jetzt hier bin in Bremen. Ihr seht es jetzt hier nochmal auf der Karte. Der Starpark befindet sich ja quasi auf der anderen Seite der Erde in Japan, in der Nähe von Tokio, 3 Stunden von der Hauptstadt entfernt. Und ich denke, die einzigen Gefahren vor Ort können sein, dass da irgendein Wachpersonal ist, die den Park beobachten, dass der Park vielleicht zu ist, dass da irgendwelche morschen Brücken oder irgendetwas halt, dass da irgendwelche kaputten Sachen sind oder ähnliches. Ist, denn der Park ist ja jetzt schon seit mehreren Jahren verlassen. Ihr habt ja schon ein paar Videos und Aufnahmen von mir gesehen dazu. Gut, Freunde, ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen die Angst nehmen. Wie gesagt, es war nicht meine Intention, dass ihr euch irgendwie fürchtet oder dass ihr Angst um mich habt. Danke euch auf jeden Fall trotzdem natürlich für die Kommentare. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch auf meinen Besuch im Starpark freut. Ich bin wirklich unglaublich hyped da drauf, auch wenn das mega aufwendig sein wird. Schauen wir mal, was dort dahingehend demnächst passiert, ob die Reise dann möglich sein wird oder nicht. Gebt einen Daumen nach oben, checkt die Videos aus der Endcard aus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!